Nicht Der lernen. Wölfe. Oder ich bin gar kein Schmied. Du Ich bist doch bin gar Sch kein Sch Ich bin Waffenschmied, aber kein normaler Schmied. Oh. Oh, ja. Oh. Das war jetzt auch gut von mir. Aber oh, das kann ich machen. Einen schwere Ebereschenbogen der Verteidigung. 20 bis 36 Schaden. Lerne ich jetzt einfach mal. So. Und du fightest dich hier durch. Oh, getötetes Schaf. Bleibst du da? Ach, die müssen wir vergiften. Yep. Mit dem Gift, das wir bekommen haben. Also das sind ja mehr als genug hier. Oh, da ist einer. Hallo. Hallo. Jetzt. Hallo, bitte. Der war jetzt eine große Herausforderung. So, noch einer. Den machst du schnell. Du brauchst, wir müssen die Fall alle machen, gell? Nee, wir brauchen nur 6. Achso. Ja, das ist mir schon klar. Ich meine, du musst ja auch 6 Stück machen. Ach so, du musst jetzt auch noch welche machen. Ja, ach so, ich hab jetzt alle. Ach so, ich hab auch schon alle. Ja, dann passt's. Oh, Achtung, da ist eine Wolfshüterin. Warten wir mal noch ein bisschen. Zu spät. Okay, und go. Oh, Fail. Was hast du? So, und gleich die nächste. Backen wir irgendwie gerade ein bisschen mehr. Heide, nein. Ich darf halt auch nichts mehr. Und ich glaube, ja, ich schätze mal, da hinten ist der Schlitzer Jakob. Aber nicht mehr. Geh mal darum. Okay. Wie perfekt sie gleichzeitig abgeschossen haben. Die geben alle nur so wenig EP. Ja, schon. Ich würde sagen, jetzt rechts rum und drauf, oder? Oder mach mal stehen da oben nur fertig. Warte, den Wolf hol ich mir nur, damit die nicht uns nicht überraschen. Ja. So, kurz aufladen lassen, den Schrei, die Attacken und dann kann es losgehen. Was ist das da hinten? Ein Angmarienkrieger. Okay, der sieht aber nicht sehr stark aus. Mach mal den Wolf, oder? Ich würde schon sagen. Oder? Oder sollen wir uns aufteilen? Mir wurscht. Machst du den Wolf, dann mache ich den komischen Jakob. Okay. Also, hauen wir rein, oder? Okay, 3, 2, 1. Nein, ich habe ihn gleich mal verfehlt. Ich komme. Ah, läuft der weg? Was will der? Letzter. Schlitzer Jacob ist besiegt. Was hat denn der bei sich gehabt? Was geht jetzt ab? Wahrscheinlich, okay, ich hab da irgendwie so ein. Oh, wir haben Angst. Oh, sehe ich auch grad. Machen wir die da hinten noch schnell platt. Die Angarim? Ja, ich mach den linken, du machst den rechten, okay? Okay. Go. Fertig. Aber immerhin hat er Kupfermünzen dabei gehabt. Bei mir hat er nur Harz. dann. Kisten gibt es hier keine mehr. Doch, die. Achso, da ist wahrscheinlich nur der Müll von vorher drin, den wir vorher drin gelassen haben.
Also gut. Oh, hier ist ein Haufen. Ein Karren voll Leichen. Schätze jetzt einfach mal. Machen wir die da oben noch. Das ist ein fettes, mehrarmiges Ungeheuer. Das glaube ich jetzt wieder nicht. Da oben noch machen, oder? Okay. Das war's. Oh. Ein bisschen viel, glaube ich. Meiner greift mal nicht an, das ist auch gut. Ja, das habe ich auch gerade gemeint. Ich habe keine Attacken mehr. Hallo. Schriftrollenbeete für Lehrlinge der Goldschmiedekunst. Verzicht. Was haben wir da noch? Kupfermünzen. Oh nein. Hallo. Du musst einfach drück einfach Tab. Ja, klar, das mache ich ja auch, aber das macht's nicht immer. Deswegen mache ich das mit der Maustaste. Tab markiert ja immer den nächsten Gegner. Aber das ist halt oft der falsche. Und jetzt schleichen wir uns hier durch den Hinterweg. Der ist schon wieder da. Ja, dann komm. Wo willst du dich rausschleichen? Da, hier lang. Da, wo der Ring hinzeigt. Ah, das geht ja gar nicht raus. Nee, geht's doch nicht raus. So. Ah, schade. Leichtes Fellverzicht. Da müssen wir uns schon vorbeischleichen. Wie willst du dich da vorbeischleichen? Ich würde sagen, die machen wir einfach platt. Na, zu spät. Du hast dich mit der falschen angelegt. Ad, Raute, Dollarzeichen, Prozent und. Steht bestimmt für Schlampe oder so. Wieso? Hä? Du hast dich der falschen Schlampe angeschlossen. Hm, natürlich. So. So. Angelegt hieß es doch nicht angeschlossen. Nein. Oder? Angeschlossen hieß es doch. Oder? Ja. Ja, aber man verschließt sich hier doch nicht an, wenn man gegen sie kämpft. Ja, du hast dich der falschen Gruppe angeschlossen. Schriftrollenbeete für Lehrlinge der Waffe. Wieso ist deine Gruppe zensiert? Ah, ich muss schnell was wegwerfen, was ich nicht brauche. Den Schleim braucht kein Mensch. Wird halt das mit dem wenigsten Wert wegwerfen. Nein, ich habe auf Verzichten gedrückt, da war ich noch blöd. Dann holst du dir halt nur. Ja, hab ich. Mal schau, ich bin gespannt, was da drin ist. Und schwerer Bronze Streitkolben der Macht. Passt doch. Einhändigkeit. Oh, passt nicht. Aber wo sind wir jetzt raus? Achso, jetzt müssen wir da ganz durch. Wir hätten da vorne hinten raus sollen. Es gibt einen neuen Überschussbereich im Inventar. Echt? Ah ja. Ich komme nicht zu dem Pfeil. Ah! Und yeah, Wasserfight, Hahnkampf. Wie hast du gegen dich? Du hast dich mit der falschen Blablabla angelegt. Sag ich doch. Was? Aber was soll da zensiert werden? Keine Ahnung, deswegen kann ich vorher. So, weiter geht's. Da. Das ist ja der App von vorhin. Ach ja, was ich dir mal noch erzählen wollte. Und zwar habe ich letztens eben so einen Artikel gelesen, dass mal wieder einer an zu viel Diablo 3 Spielen gestorben ist. Was? Am zu viel? Diablo 3 Spielen? Diablo 3 Spielen, ja. Okay. Auf jeden Fall. Und dann gab es so einen Kommentar unter dem Artikel, der hat halt gesagt, ja, das ist ja fast genauso mysteriös wie das Lavender Town Syndrom in Pokémon. Toll. Sagt dir das was? Nee, ehrlich gesagt nicht, aber es würde irgendwie so Pokémon gedöhnt sein, oder? Ja, eben. Deswegen
habe ich mich darüber informiert, weil es hat mich auch interessiert, habe ich so ein bisschen geschaut und dann eben, oh, wir sind verletzt, bin ich auf so eine Geschichte gestoßen. Ja. Und die sagt Folgendes, und zwar gab es ja... Wir müssen nur den Hauptschlüssel suchen, der ist da hinten, ja. Ach nee. Und zwar müssen wir ja, was glaube ich, kam ja 1996 oder 98 ja die ersten Versionen in Japan raus, heißt Rot. Rot und Blau, beziehungsweise Gelb. Rot und Grün. Oder? Grün gab es ja in Japan auch noch. Okay. Und ich denke, du kennst ja noch die Stadt Lavendia, oder? Lavendia. Ja. Die mit dem Pokémon-Friedhof und so weiter. Ja, kenne ich. Und die Musik kennst du da ja auch, oder? Jo. Also, sag mal. Nein, mach jetzt nicht. Dieses ich habe einen Freund, der hat das, wenn du dich, wenn die dich weiterleiten, dann kommt da die Musik. Ja. Genau. Und die Musik, die hat irgendwie so halt in den ersten Versionen so komische Frequenzen gehabt. Also so ganz hohe Frequenzen, die nur von Kindern im Bereich von 7 bis 12 Jahren gehört werden können. Okay. Gehört, ja. Auf jeden Fall. Und anscheinend haben sich kurz nach der Erscheinung von eben der Pokémon-Edition 20 Kinder selbst umgebracht. Wir müssen, glaube ich, wieder da rein. Haben wir da vielleicht den Schlüssel vergessen? Oh nee. Und, auf jeden Fall. Und haben sich dann kurz nach 20 Kinder selbst umgebracht. Ja. Meistens durch Erhängen oder von hohen Gebäuden springen, aber das ist jetzt erstmal Nebensache. Und dann hat man eben rausgefunden, dass die meisten Kinder eben Pokémon Oha, was ist das? Sollen wir den killen? Ich. Nee. Wo? WTF. Was macht der? Soll man helfen? Ja, ich bin schon. Auf jeden Fall sieht es dann so aus, dass die 20 Kinder sich eben selbst umgebracht haben und es ist eben aufgefallen, dass die alle Pokémon hatten und eben ungefähr in Lavandia waren, bei der Musik. Vorsicht, das Viech, pass auf, das Viech auf, das kommt gerade. Und es ist eben ganz mysteriös. Und was dann noch lustig war. Ja, sehr lustig. ja, gut. Du kennst ja bestimmt die Spitzen bei Audio, also bei Musik oder so und so weiter. Mhm. Wenn du das jetzt zum Beispiel in Audacity tust, werden dir ja das sogenannte Spektrum angezeigt. Gell? Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Genau. Und komischerweise gibt es nach einer bestimmten Zeit, wenn du die Musik von den Originaleditionen also jetzt mal aufnimmst und das dann in Audacity reintust und dann das Spektrum davon anzeigen lässt, dann zeigt dir das ab einer bestimmten Stelle zeigt dir das Spektrum so einen Geist. So ein, du kennst doch bestimmt den Geist da aus dem Turm, oder? Ich weiß nicht. Ach so, den einen, das komische Nebulus-Dings da, oder? Ja. Nee, den nicht. Es gibt doch da, wenn du musst ja durch den Turm kämpfen. Ja, wo und alle Viecher davor Angst haben, ja genau. Genau, und dann kommt doch ganz am Ende so ein Geist. Ja. Und ja. Genau. Und so ein Geist ist dann auch auf diesem Spektrum zu sehen. Und danach kommt noch so ein Schriftzug im Spektrum, der sagt, geh jetzt. Das ist so ganz mysteriös. Die Japaner. Ja. Ich frage mich, ob das echt irgendwie möglich ist, dass ich die dasselbe umbringe. Durch das Och, Spiel, meinst du? Ja, eben durch die Musik. Und durch das traurige Thema natürlich. Es gibt ja auch so eine Vermutung, du musst ja einmal gegen deinen Konkurrenten da auf der MS Anne kämpfen, auf dem Schiff. Ja, gegen den musst du ja öfters kämpfen. Ja, eben. Aber einmal auf dem Schiff, da hat er ein Radikal. Und danach triffst du nochmal auf den im Turm, ja? Und da hat er dann kein Radikal mehr. Und dann labert er ja irgendwas von, es ist schlimm, sein Pokémon zu verlieren. Und dann gibt es die Vermutung, dass wir als Spieler das Radikal getötet haben. Oder sein Radikal getötet haben. Und das er da begraben hat. Aha. Ja, lauter so Zeugs. Also so. Diese Geschichte nennt man Creepypasta. Also so ein ganz komischer Name. Das ist genauso wie mit Minecraft und Herobrine. Weißt du, das was sagt? Ja, das haben wir ja schon ausprobiert. Ja. Auf jeden Fall.
Ja, sowas halt. Und dann gibt es noch tausend andere, die irgendwie mit Pokémon zu tun hat. Also, ja, erzähl weiter. Zum Beispiel eben noch eine Geschichte namens Hypno-Slullaby. Du kennst ja Hypno, oder? Das ist ein Pokémon. Ich bin mir nicht sicher. Das ist so ein komisches Nasentierviech mit so einem Pendel in der Hand. Ach ja, klar. Ja, und, okay, dem sagst. Und dem Pokédex-Eintrag steht, dass das Kinder in die... dass es Kinder in den Schlaf versetzt und dann Albträume erzeugt und dann anscheinend soll es auch dann im echten Leben passiert sein, dass dann die Kinder, die da irgendwie zu viel mit Hypno oder so gespielt haben, die wurden dann von dem entführt, natürlich, und dann, hat es die gefressen. Im Albtraum, meinst du? Nee, im echten Leben. Ja, klar. Oder halt im Spiel, besser gesagt, da gibt es auch so eine Geschichte, dass es passiert sei. Naja. Oh, und da gibt's so viel. Natürlich gibt's auch echte Sachen. Ich denk mal, Missingno ist ja immer noch ein Begriff. Oh ja. Oder was weiß ich, Sunny Town gibt's ja auch noch da. Oder? Kennst du das auch noch? Ja. Weißt du, was mir gerade aufgefällt, dass neue Effekte dazu kommen. Neue Effekte? Wenn du den Gegner irgendwie schlimm triffst, dann hat er da so einen roten Nebel an der Stelle. Okay. Mal gucken. Lol. Ach, und auf den Minecraft zurückzukommen, die Herobrine, also das haben wir ja schon ausprobiert, wir haben so einen kleinen Server halt aufgemacht und haben dann das, gab's dann irgendwie so einen Trick, wie man den herrufen kann, und dann kam der tatsächlich auf unsere Welt und hat dann überall so Sphären hingesetzt, vielleicht so im Radius von 3 oder 4. Ja, das war immer ganz lustig, und zwar hatte Manu davon keine Ahnung, also bin ich alles angefädelt. Doch, ich hab's schon gewusst, wo wir dann geholt haben, hab ich's dann schon geblickt, aber ich hab nicht gewusst, was der macht. Und dann hat er alles kaputt gemacht. Ja, das war dann so, das war eben so ein Plugin. Und ja. Wo ist der Plugin? Da, schau mal, wen ich da gefunden habe. Ich glaube, der hat den Schlüssel. Oh, kann man nicht sagen. Ja. Ja, auf jeden Fall, das war dann ganz lustig. Und dann gab's noch so ein Plugin, wo man halt Leute ärgern konnte, indem man einfach die Inventarsachen tauscht. Und dann war es mal so. Ah, tada, da haben wir ihn ja. Ah, das warst so, du, Drecksack. Genau, war ich das. Ich hab ihn. Das war so ein Verarsche-Plugin, könnte man sagen. Und zwar, also erstmal war Herobrine, und Herobrine hat einfach ganz zufällig, so wie in Amnesia, falls euch das was sagt, einfach, dass ganz plötzlich Sachen gesetzt werden. Zum Beispiel, du drehst dich um und plötzlich ist da hinter dir ein Schild, wo drauf steht, ich werde dich finden oder sowas. Oder plötzlich ist hinter dir eine Sphäre. Oder, ja, oder überall waren Sphären. Ja, und dann ganz plötzlich war das immer ganz lustig. Und dann gab es so ein lustiges Ding. Oh, Achsenbrochen. Zum Beispiel, dass durch einen Befehl konnte ich dann sagen, ja, dass es die ersten zwei Items von Manu vertauschen soll. Heißt, er hatte auf seinem ersten Slot seinen Diamantschild, auf dem zweiten meinetwegen Stein. Und dann hat er plötzlich Stein ausgewählt gehabt, weil es die Slots getauscht hat. Okay. Oder zum Beispiel, dass plötzlich Creeper hinter ihm spawnen. Oder dass Creeper ihn verfolgen. Das war richtig lustig immer. Ja, er hat es überhaupt nicht geblickt. Wir haben ja auch einen Server in Minecraft, den wir jetzt dann vielleicht bald wieder aufmachen. Wir sollten da jetzt mal Räder bauen. Ja. Das läuft ja ab. Ja, auf jeden Fall. Da haben wir so Plugins drin. Da kannst du dich dann eben in ein beliebiges Tier verwandeln. Und dann sind wir halt immer auf auf die Neuen, die auf dem Server gerade joint sind, als Creeper losmarschiert. Und dann sind die natürlich total verschrocken und davon gerannt. Ja, das war ganz witzig. Ja, und die haben das nicht geblickt, wie zum Beispiel, nehmen wir mal an, du warst ein Zombie. Zombies sind ja recht langsam. Und dann trotschst du her, der will dich angreifen und plötzlich läufst du weg und der trifft dich nicht mit dem Schwert. Das ist halt immer richtig lustig. Ja, oder? Sich dann, was sind das? Oder warum läuft das Hühnchen jetzt weg? Oder was weiß ich? Ja, du kannst ja fliegen, kannst ja auch noch. Ist ja auch noch witzig. Eben. Genau, wenn du dann plötzlich als fliegender Silberfisch die Städte unsicher machst. Ich habe noch nie. Gibt's Silberfisch eigentlich im echten Spiel? Ja. Und zwar, ich habe noch nie einen gesehen. Ich schon. Und zwar gibt's den in Strongholds. Ja, da war ich auch schon mal drin, aber ich habe da trotzdem noch nie eingesetzt. Ja, da gibt's Steine, die das machen. Also es sehen aus wie ganz normaler Stein, aber es sind unterschiedliche Steine, aber mit der gleichen Textur. Und wenn du die brichst, dann spawnt eben so ein Silberfisch und dann brechen aus der Wand andere raus und so weiter und so fort. Okay. Dann hast du plötzlich eine ganze Plage, die es ziemlich schnell kaputt schnitzen kann.
Also gut, ich würde sagen, dann geben wir die Aufgaben nur ab und dann war's das für heute, oder? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Ich habe halt leider vergessen, auf die Uhr zu schauen. Was macht der jetzt? Müssen wir dann halt ein bisschen schnibbeln. Schnibbeln. Ein bisschen schnibbeln. Oh, nee. Ei, hei, dann ei. Komm schon. Ja. Bisher. Ja. Auf jeden Fall, ja. Jo. Ja. Da unten ist. Ach nee, das ist wieder da hinten, das will ich nicht. Ich habe jetzt auch keinen Bock mehr Holz zu holen. Da habe ich jetzt schon so viel, da müssen wir dann. Ich glaube, da brauchst du eh Wachs, um das zu bearbeiten. Irgendwie an sowas kann ich mich noch daran erinnern. Ach nein. Go, go, go. Passt doch. Wie viel EP hast du eigentlich gesamt jetzt? 12.644. Ich habe 12.658. Also gerade mal, ja, 14 Stück mehr. Setz mal deins gerade ein. Danke sehr. Sind wir auch ein bisschen flotter zu Fuß. Jo. Haben sich deine Legs jetzt eigentlich wieder stabilisiert? Ja, die sind wieder. Meine Frames sind wieder friedlich. Ach, dann ist das schön. Jetzt wahrscheinlich, wenn wir in Stadt neu laufen können sein. Ihr habt bestimmt schon gemerkt, heute ist weniger los, weil wir spielen gerade nachmittags und nicht abends. Da ist nur dein Zimmer. Ja, ach ja, klar. Lauf ich hin. Und da ist meistens weniger los. Eben. So. Kupfer und doch mal dann nochmal Kupfer. Ich hab grad falsch drin, fällt mir auf. Jetzt das. Nicht dein Holzskin, oder? Ja, ihr habt den. Oh, Eis oder halt Metall. Achso. Der Linak, oder? Wie heißt er? Verpasst. Nun denn. So, da unten ist er ja schon. Unser Bannwald Zalbeifurt. Ja. So. Zwei ich Macht. Euch. Zwei Vitalität. Der untere hast du genommen, oder? Oder? Ich weiß nicht, was bringt's mehr? Macht oder Vitalität? Ich nehme Vitalität, dann kannst du ja Macht nehmen. Ja, okay. Du hast jetzt Vitalität genommen, oder? Ne, ich habe jetzt Macht genommen. So wie du es gesagt dann hast. Dann nehme ich das Schmale. Und ich habe nicht genug Platz. Tschüss, altes Textfragment. Wir müssen noch zum... Oh, wir sind fast Level Dings. Fast Level Dings. Fast Level Dings. Fast das schaffen Level... wir noch. Ja, klar. Und wart mal auf mich. Danke sehr. Komm. Also gut. Pack mal's. Ja, dann sollte man locker Level 12 werden. Dann können wir auch. Kann ich ein paar neue Sachen machen? Ich kann bestimmt auch was Neues machen. Ja. Sollte man bis zum nächsten Mal nur nicht vergessen, was wir vorhatten. Oh. Macht Spaß. Ja, macht schon Spaß, ja. So, auf in ihre Bruchbude und dann... Passt es. Passt es, ja. Was kann ich für euch tun? Schuhe! Yeah! Bam! Wow! 118 Rüstung, not bad, not bad. Okay. Nehmen wir an. Dann zieh ich schnell mein Ding an. Deine Schuhe, meinst du? Oh, gelb. Was? Deine auch. Gelb? Meine Schuhe sind gelb. Oder? Ja, doch, deine sind gelb. Deine auch. Das, bei mir passt wenigstens zu den Schulterschützern. Ja, bei mir passt es immerhin zum Gesicht. Naja. Zum Gesicht, genau.
Ja. Ja. Also gut, dann würde ich sagen, bleiben wir hier gerade stehen in der Hütte hier. Genau. Hoffen, dass sie uns nicht während unserer Abwesenheit auf den Kopf kracht. Und dann packen wir es mal. Genau. Alles dann. Ciao, Leute. Bis zur nächsten Folge. Jupp.